Let's paint. So, heute zeichne ich meinen Schädelanker. Und, also, zeichne ich heute mein der ist schon ewig fertig. Ich muss eigentlich nur noch das Video dazu machen. Also, die, ich ja, zeichne in 20 Minuten Intervallen meistens, wenn, manchmal zweimal am Tag, aber noch keine Zeit gehabt, das zusammenzuschneiden, zusammenzupacken und dann ja, so zu bearbeiten, dass es schnell durchgeht. Wie gewohnt, die Arbeitszeit, die ich dafür gebraucht habe, plus minus Überlegung und wie ich es mache und was ich offline sozusagen gemacht habe, kommt in die Videobeschreibung. Das ist ja meine Kette, ist, sieht man ja. Die Idee ist es halt, meinen Anker für einen Rahmen zu verwenden. Und den wollte ich dann halt nicht einfach ausschneiden als Kette so. Ich wollte den zeichnen, denn ich habe meinen anderen Rahmen ja auch gezeichnet und färbe den tatsächlich jetzt sehr oft um. Ja, was halt oft, ich habe ihn jetzt dreimal umgefärbt. Die Idee des Rahmens kam von Little Witch No Better tatsächlich. Ich wollte so ein Kirchenfenster-ähnliches, also ein kirchenähnliches Fenster haben und da kamen einige Ideen und dann am Ende ist nur noch eine Ecke übergeblieben, also ist das radikal runtergebrochen worden von mir selbst. Und dann habe ich dann, wie man sagt, locker erkennen kann, diese Ecke halt genommen und vervierfacht. Fertig. Und dann auseinandergezogen, mehr oder weniger, und die Balken gezogen. Aber ich bin sehr zufrieden mit den Balken, mit diesem Fenster, ehrlich. Also ich finde den total schön, auch wenn das ziemlich minimalistisch ist. Der Vorteil ist, dass es nicht so viel Grafisches an sich hat, lässt er sich super skalieren. Den Anker, den ich hier zeichne, ist viel zu riesig. Ich habe den auf meinen Rahmen gelegt, der noch nicht skaliert war. Und musste ihn dennoch um 800% verkleinern. Und ihr könnt euch denken, was passiert, wenn man so ein großes Bild um ein Vielfaches verkleinert. Es gehen Details verloren und es geht viel kaputt. Eventuell zeichne ich den Anker neu. Für den Rahmen und zeichne den Rahmen vielleicht in 1 durch. Könnte ich mal auch machen. Und vielleicht nutze ich den so. Mal gucken. Also ich habe eine Idee, wie ich mir den Rahmen vorstelle. Fraglich ist es als mit Skalieren halt, ne? Wie ich das umsetze und ja, eine Idee ist zumindest da. Und die ist dann nicht nur ausschließlich für das Sinking City, wie ich das in meinem Roadmap-Video gesagt habe. Achso, ich habe es nicht so direkt gesagt, aber dass, wenn der Rahmen fertig ist, dass ich The Sinking City dann auch anfangen werde. Ist tatsächlich ein Blind Play, aber das will ich dann aber in, weil ich habe mir schon nichts angeguckt zu dem Spiel. Zukünftig werde ich dann auch, wenn ich eventuell Fanarts noch zeichnen, wirklich mich mal an eine Figur rantrauen und jetzt Paint mal interessanter zu machen. Aber sonst gibt es gerade nicht so viel zu erzählen. Also es ist jetzt casual immer das, was man sonst sieht. Ne? Grundierung, Ausmalen, abschließende Form geben halt. Ne? Dann lasse ich euch jetzt von meinem Rest des Videos so allein, sage ich mal. Und dann könnt ihr mal gucken, wie ich das alles gemacht habe.